Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTU mal wieder am Start und wir machen weiter mit euren Leveln. Schon wieder. Und wir fangen an mit Zeus Gies. Hier heißt er Sammy und ich glaube, ich bleibe bei Sammy, weil ich nicht weiß, wie man das andere aussprechen soll. Aber Sammy, das ist einfach. Und er hat eingesendet Bowsers Rache an Mario. Und ich habe immer drei Türen zur Auswahl. Und wenn mir ein Raum zu schwer erscheint, kann ich ihn wechseln. Okay, alles klar. Gut, das sieht ja schon mal nicht einfach aus. Zumindest es macht keinen einfachen Eindruck. Die Abschlussrate war auch nur 1,17%. Aber diese Tür gefällt mir schon mal. Mit Yoshi. Okay. Ach Gott. Okay. So, ich halte den A-Knopf gedrückt. So. Ah, ich hätte den Yoshi fast behalten können. Ich glaube sogar, dass ich ihn hätte behalten müssen. Oder? Muss ich ihn behalten? Wenn ja, wäre der Raum ziemlich übel. Aber ich schau da mal. So. Versuchen wir mal Raum 2. Ja, okay, Yoshi. Jetzt weiß ich nicht, was ich drücken soll. Ja, okay. So. Jetzt ist Yoshi weg. Okay. So. Dieser Raum gefällt mir eigentlich. So. So, da sterbe ich nicht. Nee. Da lande ich auch nochmal lieber zwischen. Gut. Aber Yoshi ist weg. Ich glaube, den hätte ich irgendwie noch behalten können. Wenn ich noch einfach sehr, sehr schnell da gewesen wäre, aber... Achso, ich darf da auch nicht das Zahnrad treffen, sonst bin ich tot. Ist da ein Save Point? Ja. Okay, jetzt sind wir in der Lava. Da ist das Klo etwas langsamer als in der Luft. Aber Checkpoint! Checkpoint hier? Warum nicht bei den anderen Türen? Und ich habe die Feuerblume verpasst. Ja, ich bringe mich um und versuche die Feuerblume mir zu schnappen. Wahrscheinlich ist es nur ein Pilz. Also ich rechne damit, dass es nur ein Pilz ist. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, es ist nur ein Pilz. Aber immerhin besser als nichts. Hier war die Kanone. Okay. Ah, okay. Dann gehe ich mal in die Kanone rein. So, und werde beschossen. Alles klar. Gut. Aber auch der Raum passt eigentlich ganz gut. Ich drücke nicht Neustart. Ich versuche es jetzt noch einmal mit dem Raum. Aber waren dann bei den anderen keine Checkpoints drin? Oder ist man dazwischen gelandet? Ja, wahrscheinlich waren die Röhren so übereinander gestapelt, dass man da auf jeden Fall hätte vorbeikommen müssen. Wenn man die anderen Räume genutzt hätte. Ach du Heilige. So. Ein bisschen viele Kanonen. So. Aber zu weit nach oben will ich nicht. Nee. So. Ja, das ist ziemlich random hier. Ich schaue doch mal irgendetwas Einfacheres an. Und ich glaube, die Mancha sind ein bisschen einfacher. So, Mancha. Muss ich mich aber schnell entscheiden, sonst werde ich getroffen. So, und ja, das sieht doch einfacher aus. Beziehungsweise, es sieht nicht so random aus. Okay, hier renne ich drüber. Okay, gut, dann eben nicht. So. Hier mache ich einen großen Sprung. Jawohl. Da kommen Piranha-Pflanzen raus. Oder Mancha, jawohl. Gut, dann mache ich einfach langsam. Dann kann mir eigentlich gar nichts passieren. Also es sollte mir nichts passieren können, aber... Ich glaube, die letzte Röhre ist nicht die richtige. Oder? Doch, okay, gut. Alles klar. Aber warte mal. Gab es da vielleicht noch ein Power-Up, ein verstecktes? Okay. Und jetzt ist eindeutig geworden, dass die Röhren übereinander gestapelt wurden sind. Okay. Ein Kettenhund. Oh mein Gott. Und nochmal, Bro. Ach, scheiße, der geht da gar nicht durch, der Kettenhund. Ja, dann bis gleich. So, jetzt bin ich an dieser Stelle auch mal groß. Ich habe kein verstecktes Power-Up gefunden. Aber ich bin durchgekommen ohne Treffer. Beziehungsweise ich habe die eine Pflanze gut überspringen können. So, der Bowser, der sollte nicht nach unten kommen, denke ich mal. Oder? Soll er das, Bowser Junior? Du nervst. So, ich nehme mir die Feuerblume mal. So, hier kommt der Bowser Junior ja nicht. Nee. Gut, er stirbt sogar. So. Aber der echte Bowser hat den Schlüssel. Ach du heilige Scheiße. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das gewinnen kann. Ich habe jetzt auch keine Gelegenheit gefunden, wo ich ihn in die Lava hätte reinschmeißen können. Aber anscheinend macht er hier nichts. Spuckt kein Feuer, sondern springt hier einfach nur in der Luft.
das ist doch mal lustig. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Wenn ja, wäre das schon ganz cool. Ja, natürlich ist es dann beabsichtigt, wenn es cool wäre, ne? Jawohl. Wissen wir ja. So, das dauert jetzt nur ein bisschen. Ich glaube, so geht's am schnellsten. Jawohl. Gut. Ja, ganz am Ende bin ich dann noch auf die richtige Technik gekommen, um das Ganze schnell abzuschließen. So, kommt noch was? Nein, hier kommt das Ziel. Ja. War ein gutes Level. Man konnte sich die Räume aussuchen. Die Kanonen, die waren mir ein bisschen zu random. Aber ja, deswegen habe ich auch die Mannschaft angenommen. Genau. Ja, wenn ihr das Level auch spielen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und euch die anderen Räume angucken, die ich nicht angerührt habe. So, die Level-IDs, die werden ja auch immer eingeblendet, sobald ich das Level starte. Also sobald der Ladescreen kommt. Von daher kann man jedes Level, was hier gespielt wird bei mir, auf jeden Fall immer nachgucken. Oder nachspielen, genau. So, ich spiele jetzt halt das Level von 24, Tobias, Bert. Und er hat mir eingesendet, Different Level Challenges. Alles klar. So. Ja. Es gibt Challenges hier. Alles klar. Gut. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein Powerblock versteckt. Muss eigentlich schon fast so sein. So, ich schaue jetzt mal, ob die Münzen irgendwas zu bedeuten hatten. Oder ob die einfach nur Deko sind. Okay. Ja, anscheinend haben sie irgendwas zu bedeuten. Allerdings, ja, ignoriere ich das jetzt einfach mal. So. Und versuche hier reinzugehen. Und ich kann nicht spinnen. Es wäre schön, wenn man hier in Mario World richtig spinnen könnte, um sich abzustützen. Aber leider geht das nicht. So. Pilz. Okay. Und P-Switch. Okay, das heißt, ich muss mich beeilen. Alles klar. Und die Laufbänder stoppen. Da hat man schön zwei verschiedene Sachen eingebaut. Also einmal die Stachelgegner mit Laufband und einmal ohne. Gefällt mir. Und jetzt kommt ein Redcoin-Abschnitt. Und danach sollte ein Checkpoint kommen. So, komme ich hier runter? Hoch? Nee. Allerdings glaube ich, dass ich den Yoshi dazu brauche. Zumindest habe ich ihn schon mal gehört. Und der war auch da. So, Feuerblume nehme ich doch gerne an mich. Ich hoffe, ich muss die nicht behalten. Aber das geht hier ganz gut, ne? Das One-Up. Ja, doch, nehmen wir es mit. Wir hätten es nicht mitnehmen sollen. Aber gut. Ist zum Glück nichts passiert. So. Hier haben wir immer genug Zeit, um uns einzustellen. Das ist sehr schön. Und. Ach so. Oh Gott, ich wäre fast darunter gegangen, ohne das Trampolin mitzunehmen. Und dann brauchen wir doch kein Yoshi hierfür, sondern das Trampolin. Okay, okay. Dann hüpfen wir mal hoch. Aber das bedeutet, ich krieg den Yoshi am Ende so, ohne ihn wegzuwerfen. Ja, das wäre doch mal schön. So. Es kann gut sein, dass ich hier einen Stachelhelm brauche, um dann da hochzukommen. Und das ist in der Tat so. Okay, alles klar. So, ich kann mir den nicht mitnehmen, ne? Nee. Aber ich kann die Kettenhunde töten. Aber ich sollte meinen Helm dabei nicht verlieren. Aber er hat daran gedacht, dass ich die wieder neu holen kann. So. Boost kann ich auch töten. Yay. Und ja, Kettenhund. Ist eigentlich kein Problem. So, kann ich den Buu auch töten? Das weiß ich gar nicht. Aber eigentlich schon, ne? Probiere ich mal aus. Oder auch nicht. Ja, doch. Ist ein ganz normaler Buu, der sich einfach in die Wand geschmiert hat. Und ich glaube, der Kettenhund hat hier auch noch einen Schlüssel. Gut, dann muss ich nach diesem Schlüssel suchen. Beziehungsweise, wenn der ihn nicht hat, dann muss ich suchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er ihn hat. Und dann sollte es klappen und... Nee, hier hoch sollte ich nicht. Nee. So, ich muss mich eigentlich hier geduckt halten. Jawohl, gut. Und der Kettenhund hatte zum Glück den Schlüssel. Und das heißt, es gab kein extra Rätsel, worauf ich hätte achten müssen. Ja. Hätte ja gut sein können, dass der Schlüssel hier irgendwo versteckt ist, ne? Aber das weiß man ja nie. So. Dann komme ich oben rein. Und dann komme ich in die Tür und krieg noch eine Münze. Aber es gibt keine Checkpoints.
Und da die Münzen ja eigentlich auf dem Weg liegen, hätte man durchaus jetzt auch Checkpoints einbauen können und Yoshi... kriege ich ihn nochmal? Ja, ich kriege ihn nochmal, oder? Ja. Gut. Das heißt, ich könnte mir jetzt eigentlich auch eine Feder holen. Mache ich auch mal. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ach nee, das geht so nicht. Okay, nur bei einer normalen Röhre und jetzt mache ich den gleichen Fehler schon wieder. Oh mein Gott. Okay, gut, wir nehmen nicht den Kuppelpanzer, sondern wir nehmen hier den Knochentrocken. So, somit ist es einfacher. Gut. Oh, 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 ich hoffe, dass da kein Fehler eingebaut wurde. Ach so, ich muss mich beeilen. Oh, 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 oh. Ich dachte erst, dass ich die Bomben in einer Reihe entzünden muss. Allerdings, ja. Ja gut, ich bin nicht gestorben. Freue ich mich drüber. Und ja, gut, hab den Schlüssel von der letzten Coin. Gut. Ach, und der Schlüssel war für den Checkpoint. Ja, das nenne ich doch mal freundlich. Und da war sogar ein Laufband. Oh, gut. So, wir brauchen wieder einen Powerblock. Kriegen wir denn hier? Bestimmt. So. Ich muss hier runter. Okay. Ich muss mir den richtigen Weg sozusagen suchen. Und wie so oft ist es der, der am längsten dauert. Jawohl. Gut, hier ist ein Goomba. Ach, der hat sogar einen Schlüssel gehabt. Okay. Gut. Ach so, dafür kriege ich den Powerblock. Alles klar. Dann muss ich nur noch wieder zurück. Aber er hat eine Abkürzung sogar eingebaut. Jo, gefällt mir. Dann muss ich nämlich nicht mehr außenrum gehen. So. Schlüssel. Powerblock. Und ein Helm. Ja. Die Frage ist jetzt, ob ich den brauche oder nicht. Das ist wirklich die Frage, weil... Ja, ich habe ja einen Stachelhelm. Allerdings kann man mit dem normalen Helm einige Dinge tun, die man mit dem Stachelhelm nicht tun kann. Gut. Und das ist wieder... Das habe ich auch schon mal gesehen. Gut. Jawohl. Perfekt. Aber man kann ja Ideen durchaus verwenden. So. Ich habe das Gefühl, ich muss mich beeilen. Ah nee, das ist ein Helping Yoshi Abschnitt. Ein Helping Hand Abschnitt. Und jetzt habe ich den Stachelhelm ja gebraucht. Hm. Okay. Ja. So. Den Bereich habe ich jetzt auch nicht so wirklich verstanden. Ich glaube, das war für den Fall, dass man den Yoshi nicht mehr hat. Jawohl. So. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ah, hier kriegen wir wieder einen Stachelhelm, oder? Nee? Ja, gut. Hätte ich da hochspinnen müssen. Oder mit Yoshi irgendwie. Ja doch, ich hätte mit dem Yoshi einfach da hochspringen können, jawohl. Und ja, jetzt gehen wir auch ins Ziel rein. Genau. Schönes Level, Tobias. Und dann schauen wir, ob wir noch ein drittes hier reinbringen. Ein etwas kürzeres vielleicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. Ach, bringen wir dieses Level noch rein. Das Level von IK. Oder Thomas. Genau. Und es gab, ich habe vorher mal ein Video von... mit Keith Gaming gemacht, wo ich ihn dann erwähnt habe. Und hier kam das Original. Hier ist das Original, was auch bei Keith eingesendet wurde. Und es ist gar nicht mal so leicht. Zumindest ist die Abschlussrate gering. So, aber ich versuche auf die Kinder zu springen und am besten immer nur auf eines. Und dann sollte ich es eigentlich schaffen. So. Jawohl. Schön. Also wie gesagt, abbauen ist in Ordnung. Nein, ist nicht in Ordnung. Aber Ideen finden ist in Ordnung, aber abbauen eben nicht. So, und es gab halt dieses eine Level, was alles abgebaut hat. Zumindest die ganzen Blooper-Ideen und das fand ich dann nicht so schön. So, aber das hier gefällt mir. So, ist ja auch das Original, ne? So, aber jetzt gehen mir die Blooper aus. Mir gehen die Blooper aus. So, gut, ich probier's nochmal. Aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was hier eingesendet wurde. So, ich muss hier ein bisschen verteilter springen. Und sollte dabei nicht sterben. Genau. So, nochmal. Ah, das war wieder schlecht. Ich habe wieder zwei Kinder auf einmal getötet. Bei einem Kind ist es super. Oh, drei Kinder. Oh mein Gott. Ja, das wird wieder nix. Aber vorher war es eigentlich ganz gut. Bloß da habe ich mir halt so eine Reihe aufgebaut.
sodass ich da auf jeden Fall in die Lücke springen musste. Das war nicht so schön. So. Aber das funktioniert doch ganz gut. Aber ich denke mal, die Idee habt ihr mitbekommen. Jawohl. So. Ja, jetzt ist schon wieder der Fall. Da, dass es sehr schwer wird. Vor allem, jetzt kommen die Kinder nicht mehr nach. So. Ich denke, ich muss es auch gar nicht abschließen. Weil das ist, glaube ich, das Einzige, was hier vorkommt. Und die Zeit ist ungefähr 40 Sekunden. So, jetzt bleibt mir keine andere Gelegenheit mehr. Naja, jetzt muss ich hier auf die ganzen Kinder springen. Beziehungsweise auf die Eltern. Ja, gut. Also ich denke, man hat mitbekommen, wie es gemeint ist. Und ja. Auf jeden Fall cool, gebe ich dir einen Stern. Aber ich... Doch, ich probiere es jetzt nochmal. Aber im Schnitt. Okay. Dann habe ich es doch auch noch geschafft. Eieiei. War auf jeden Fall ein cooles Level. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja. Man muss halt den richtigen Takt finden und möglichst immer nur ein Blooper-Kind zerstören. Und irgendwann klappt es dann auch. So. Und ich habe den Rekord nicht. Ja, ich hätte gleich ins Ziel laufen sollen. Aber egal. Ist nicht so wichtig. Genau. So. Und ich würde dann sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Blöckisu und ciao.